Moin, herzlich willkommen zurück auf der nordfriesischen Marshmap ohne Gräben Version 3.1. Wir sind am Kartoffeln ernten, am Zuckerrüben ernten und wir sind am Traktor fahren. Mit dem MB-Trag, mit zwei Anhängern und wir holen Stroh von Feld 4 und verkaufen das. Gibt nicht wirklich viel Geld für so eine Ladung Stroh, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bedarf im Augenblick an weiterem Stroh irgendwo. Ich habe überall. Und daher weg mit dem Sheet. Das hat sonst keinen Wert hier. Umliegen will ich es auch nicht lassen. Dafür haben wir ja demnächst vielleicht einen Umstieg auf die Vierfach-Map. Mache ich ja jetzt schon mehrfach drüber. Wenn ich euch damit nerv, schreibt es mir in den Kommentar. Kann ich verstehen. Aber es nützt ja nichts. Es beschäftigt einen eben, wenn man dann doch regelmäßig spielt. So, hier mal rum. Arbeitsmodus aktivieren. Und kann dann Ballen sammeln gehen. Komm, gehen hier. Den holen wir uns jetzt. Ein Ihmchen hier. Ansonsten sehen wir zu, dass wir hier die Reihe mal abfrühstücken. So, ich habe da nachher auch alle. Oh, da liegen ja. Mein Gott. Da ist hier doch quer durch. Auch wenig sinnvoll. Planlos in Seattle. Schon. Sind schon viele Ballen. Ob das jetzt die restlichen Ballen jetzt mit der Fuhre hier abfahren? Oder ob wir noch eine brauchen? Ich glaube, wir brauchen noch eine. Ich glaube, wir brauchen noch eine. So, komm du auch noch mit. Ja, der Klaas steckt wieder im Verkehr fest. Ja, klar, der kann wieder nicht fahren. Kümmere ich mich gleich drum. Aber ich habe hier gerade so einen Flow. Ja, Bullshit, ich weiß. Gerade mal so ein paar. Na. Alter. So, erster Trailer ist voll. Jetzt ist wieder unübersichtlich. Der zweite Trailer dran. Und ja nie sehe, wie voll der ist so wirklich. Leider.
können wir noch doch noch einige Ballen aufnehmen. Nix. Auch mehr durch die Gegend raten als fahren. Ach komm. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um meinen Klaas, der wieder mal zu dämlich ist. Drescher, hier Kartoffelernte abzutanken. Aber wir sind hier bald durch mit dem Feld. Super, dann kann ich die beiden auch noch oben zur Rübenernte schicken. Na toll. So. Oh, Alter. Paar Mal. Ja, zwei Reihen noch. Sehr schön. Ja, mein Klaas Axion, der andere, der die Rüben aberntet. Was ist der? Der steht gleich wieder. Ja, da kann ich schon hier stehen bleiben. Ihm sagen, Abfahrer entlassen. Weil der fährt eh gleich wieder da vorne gegen die Laterne sonst. Oh. Oh, 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 oh. Zucker. Zucker ist voll. Kann gar nicht weiter produziert werden gerade. Ja, das bringt aber Kohle. Zucker können wir gleich gut verkaufen. Sehr schön. Sehr schön. Wenn hier tatsächlich ein großer Abverkauf starten sollte. Wobei, das ist dann auch wirklich so. Ne? Gibt dann kein Zurück mehr, ne? Glaube ich. Ja, mal gucken, was man denn alles mitnehmen kann. Auf die neue Map. Was fehlt da so? Ergründet. So, wo ist mein... Der ist auch voll, ne? Den müssen wir unbedingt mit wegbringen. Wir haben so viel... So viel, so viel Milch. Das ist auch unglaublich. Ich weiß gar nicht, wann ich die alle wegbringen soll. Weiß nicht. Ich schätze mal, sie irgendwie 300.000 Liter Milch oder so hat auf dem Hof. Der Milchverkauf ausgeschaltet. Also, ne, Milch wird nicht einfach so unter der Hand vom Hof wegverkauft, sondern ich muss die Milch praktisch abholen und wegbringen und verkaufen. Also ich bringe sie dann zur Molkerei. Kriege dann da ganz tolle Produkte, Milch, also ne, verpackte Milch, Butter, Quark, was man eben so von der Molkerei kriegt. So, wir sind voll, würde ich sagen. Ja, mal wieder. Also ab. Ab zum Hof. Stroh verkaufen.
einschielen. Oh, Milchproduktion. Ja, läuft, aber ist noch Luft nach oben. Was ja auch okay ist. Das ist die Sauberkeit bei den Schafen eigentlich nur 85%. Verstehe ich ja nicht. Was macht ihr die denn da? So, kriegen wir bei der nächsten Fahrt alle mit, alle Ballen. Kriegen 60 Ballen mit jeder Fahrt mit. Müsste auch mal meine Stoffrollen verkaufen, die ich in der Weberei liegen habe. Ich glaube, Stoff bringt auch richtig Kohle, oder? Also, Stoff, ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Können wir ja noch so einen Anhänger da hinten dran hängen. Hier steht ja noch einer rum. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich 6 Stück inzwischen davon oder so. Die sind aber wirklich super. Kann ich nur jedem empfehlen. M82 Autoload Trailer. Habe ich schon 1000 Mal gesagt. Aber die sind echt gut. Hast ja gesehen, kriegst 30 Ballen drauf. Auf einmal kriegst 32 Euro Paletten drauf, glaube ich, auf jeden Trailer. Also auch in 2 Etagen. Echt ein cooler Trailer. Fällt mir richtig gut. So. So, letzte Runde, oder? Wie sieht das hier aus? Ja, die muss ich auch noch abholen, ich weiß. Weiß ich auch noch nicht wohin, wahrscheinlich auch verkaufen. Mischfutterfabrik ist voll. Da können wir dann auch noch mal nachher. Oder nein, ja, nachher nicht. Heute. Ja, heute schaffen wir das, aber nicht in dieser, also vielleicht schaffen wir es heute, in dieser Ausgabe auf jeden Fall nicht, vielleicht in der zweiten Ausgabe, heute ist ja Samstag, steckt der Holmer im Verkehr fest. Ja, das gibt sich aber. So, wo liegen jetzt hier Ballen? Auch keine Lust, dass ich nachher hier nicht hier ständig hin muss, weil ich hier nicht aussehen kann, weil hier überall noch Ballen rumliegen. Aber ja, ein paar mehr als jetzt hätte ich eigentlich schon mal erwartet. Jetzt sehe ich ja hier gar nichts mehr an Ballen. Ich muss auch sparen können, hierher zu fahren. Ganz ehrlich. Hallo? Jawohl. Hier liegt noch der ein oder andere rum, aber viel scheint das hier nicht mehr zu sein. Na, hier ist noch eine Reihe. Die müssen wir mal abfahren. Wenn man erstmal so den Startpunkt gefunden hat, einen Anhaltspunkt, weil ich meine, die sind ja auch nicht alle kreuz und quer gepresst worden, sondern das hatte ja auch schon irgendwie zu
zumindest versuchte man da einen Sinn drin zu haben in dem, was man hier tut. Was immer auch so stattgefunden hat. Eine andere Sache. Aber schauen wir mal. Okay, der eine Holmer ist fertig. Das heißt, die kann ich gleich zum Rübenernten bringen. Hier allerdings erst vorne ein anderes Leitwerk oder auch immer, wie man das bei den Dingern nennt, dran machen. Damit der auch Rüben ernten kann. Der andere steckt im Verkehr fest. Steht in der Bingenskirchen im Weg, würde ich sagen. So, noch irgendwo irgendwelche Strohballen gesehen. Ja, oh Mann, ey, hier ist was los. Gut, kümmern wir uns erstmal um die ganzen Probleme da. Ja gut, das Feld hier ist leer. Sehr schön. So, Glasachse steckt im Verkehr. Ja, das ging doch einfach. Der tankt jetzt nochmal hier den Kartoffelroder ab. Jetzt gucken wir uns den Holmer an, warum der im Verkehr feststeckt. Aha. Weil er hier es nicht rafft, dass er eigentlich dahinter fahren soll. Ah, irgendwas ist hier mit dem Ton gerade komisch bei mir. Ganz komisch. Ah, jetzt hat sich das geklärt. So, Abfahrer einstellen. Warte, bis Füllstand erreicht ist. Ja, der Füllstand ist doch schon erreicht, oder nicht? Ja. Schon ist eigentlich erreicht. Na gut. Der wird schon. Hallo? Der hier durcheinander? Was macht der denn? Hallo. Na, das ist jetzt aber hier. Wieso erntet er denn nicht? Voll ist er ja noch nicht. Nicht ganz. Warte erstmal manuell da hoch. Schneller. So, dann tanken wir den mal manuell hier ab. Zumindest so weit, wie es geht. Ja, der andere steht wieder am Baum, oder was? Achso, ne, ist er hier. So, der ist voll. Aber ich glaube, ich muss mir noch ein Mähwerk kaufen. Naja, so ein. So, sehr schön. Der ist fertig. Verlassen. Ja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Es freut mich,
wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder ein Like oder mich abonniert. Noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Ciao.